Ja, hallo, herzlich willkommen zum letzten Talk heute Abend hier im Hörsaal 1. Michael Kleinhens und Oliver Zendel, genau. Und ja, State of the Union. Viel Spaß. Danke. Ja, danke. So, ja, willkommen zum State of the Union dieses Jahr. Wir müssen ein bisschen Druck machen, wir haben keine Zeit zu verlieren. Aber eine Sache muss erwähnt sein, das ist jetzt wichtig, das müsst ihr euch mal merken. In diesem Raum gilt für die nächste Stunde ausschließlich die Gesetze der freien Software. Das werdet ihr jetzt merken, was dann hier passiert noch. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Außerdem haben wir 150 Folien und wir sind genau in einer Stunde fertig. Das sind? Ja, das schaffen wir. Das sind alternative Fakten. Ja. Gut. Ja, was wir vorhaben dieses Jahr wieder, wie jedes Jahr, und ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass schon 2011 wir diesen Vortrag gehalten haben, also mit anderen Inhalten natürlich, aber ist unsere Open-Source-Free-Software-Technologie-Jahresschau, die alles mitnimmt, was wir in den letzten 12 Monaten so gesehen haben, was passiert ist und was uns so aufgefallen ist. Ja, mein Name ist Michael Kleinhens. Und mein Name ist Oliver Zendel. Und wir haben ganz viel gemacht, darüber können wir jetzt nicht reden, weil wir keine Zeit haben. So, wir hatten ein ganz wichtiges Jubiläum. Eigentlich das wichtigste Jubiläum überhaupt dieses Jahr. Sehr, sehr wichtig. Der Unix Timestamp hat ein Jubiläum gefeiert und zwar ein runder Geburtstag. Ich weiß nicht, welche Zahl es ist, aber eine sehr hohe Zahl. Das fanden wir das wichtigste Jubiläum überhaupt dieses Jahr. Deswegen haben wir das gleich als erste Folie gemacht. Aber natürlich gibt es noch bessere Jubiläen. Ja? Zum Beispiel 25 Jahre Linux. Ja, das waren auch Zeiten. Wenn man sich so als Linuxer begrüßt, geht es meistens so los. Was war denn deine erste Kernel-Version? Ja gut, können wir mal machen. Wer hat hier noch eine vor 1.0-Version benutzt? Wow. Vor 0.99? Ah, geht schon deutlich. Ja, da haben wir aber schon fast einen Gewinner, eine 2. Sehr gut, Respekt auf jeden Fall. Ja. Und immer noch dabei oder gewechselt mittlerweile? Sehr gut. Wer benutzt denn noch 0.99? Okay. Ja, so sah das da früher aus. Das ist schon relativ spät sogar. Das ist jetzt schon Linux, SUSE Linux 5.1 bzw. Red Hat 6.0. Das war schon relativ weit. Da war schon, glaube ich, Linux 1.0 raus, oder? Ja, weil das haben wir uns überlegt, weil wenn wir noch weiter vorne hingegangen wären, dann hätten die so ausgesehen wie die Konsolenbilder und deswegen haben wir alles hier in eine Folie drauf, sozusagen. Ja, weil halt dieses wichtige Jubiläum war, haben wir einfach mal gedacht, wir machen mal, weil das ist ja gerade so total modern, solche Top-Listen zu machen. Deswegen haben wir das jetzt auch gemacht. Und zwar haben wir die Top 5 der esoterischsten Linux-Distributionen mal rausgesucht. Ja. Platz 5, Red Star Linux aus Nordkorea. Gut, haben wir aufgenommen, weil man nicht so genau weiß, was da alles drin ist. Aber dafür haben sie total romantische Wallpapers mitgeliefert. Ja. Total super. Platz 4, Red Flag Linux aus China. Der große Bruder, allerdings, wir sind nicht mehr so sicher, was mit dem eigentlich gerade so los ist. Also seit 2014 gibt es da keine offiziellen Sachen mehr, aber die Webseite lebt immer noch. Außerdem ist er eigentlich gar nicht so esoterisch. Also wir haben ein bisschen drüber gestritten, ob es jetzt eine esoterische Linux-Distribution ist. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, da war nämlich auch Japan beteiligt und die wollten das als staatliche Alternative zu Microsoft etablieren. Und eigentlich ganz gut. Südkorea. Wo ich jetzt sagen würde, wenn es eine Bundes-Linux-Distribution, naja, okay, reden wir nicht drüber. Platz 3, Ubuntu Satanic Edition mit mitgelieferter Metal-Musik. Großartig. Platz 2, Damn Vulnerable Linux, das ist total lustig. Das ist super. Eine Distribution, die möglichst viele Security-Lücken hat. Ja, und die wird jedes Jahr besser. Ja. Also sie wird schon seit Jahren nicht mehr gepflegt und das ist wahrscheinlich die einzige Distribution, die besser wird, je länger sie nicht gepflegt wird. Und Platz 1, alleiniger Spitzenplatz, ja, Justin Bieber Linux. Bibien. Und tatsächlich, es ist eigentlich ein Scherz aus einem, ich glaube, einem Reddit-Forum, aber es gibt das tatsächlich in einer einzigen Version, gab es das mal oder gibt es auch noch immer zum Runterladen und Installieren. Es gibt übrigens auch Hannah Montana Linux, aber wir wollten keine Top 6 machen.
Ja, als kleine Honorable Mention, wie ich Linux auf dem Oszilloskop installierte, war auch noch so zu Zeiten von 0,99, war das irgendwie so ein Sport, auch das auf ganz vielen Geräten zum Laufen zu bringen. Ja, und wir wollten einfach mal zeigen, dass in 25 Jahren auch ein bisschen esoterische Geräte dabei sind. Der Artikel ist übrigens extrem interessant, weil der das Oszilloskop quasi reverse-engineert. Übrigens, die ganzen Links haben wir diesmal nicht auf die Folien gemacht, sondern auf der letzten Folie ist ein Short-Link, wo ihr zu einem Dokument kommt, wo alle Links drin sind. Also ihr müsst euch hier nichts mitschreiben oder so. Es gibt ein Dokument, wo alle Links drin sind. Da sind doch noch ungefähr 200 weitere Links, die wir nicht aufgenommen haben, drin. Ja, kommen wir zu den Wirtschaftsnachrichten. Cyanogen. Ja. Tja, schade. Gekauft worden. Letztes Jahr haben wir sie, glaube ich, noch großer Hoffnungsträger verkauft und jetzt sind nicht mehr. Wobei nur die Firma sozusagen nichts mehr richtig macht. Das Cyanogen OS gibt es natürlich weiterhin als Lineage und meiner Meinung nach, meiner Beobachtung nach, haben sie das auch genutzt, um mal so ein bisschen auszumisten. Also ich finde Lineage OS deutlich robuster als das alte Cyanogen, aber vielleicht auch. Ja, benutzt dann das einer irgendjemand? Hat dann da jemand die Bewegung mitgemacht hin zu Lineage? Und noch zufrieden? Alles hier im grünen Bereich sozusagen. Also da sieht man auch den Vorteil sozusagen, wenn die Firma pleite geht, hast du immer noch mit freier Software eine Möglichkeit, das weiterführen zu können. Weiteres Unternehmen, Ubuntu bzw. Canonical, die haben jetzt ein großes Problem. Die sind am Ende des Alphabets angekommen. Außerdem haben sie das Ubuntu Phone eingestampft, aber gut, da haben andere dasselbe gemacht. Ist ja auch irgendwie ein bisschen komisch, irgendwie alle wollen auf den Mobile-Sektor und irgendwie ganz seltsam. Also verstehe ich auch nicht, warum man das irgendwie probiert. Und merkwürdig ist ja diese Schlagzeile hier, da müssen wir mal, glaube ich, drüber reden. Ja? Unsere größte Konkurrenz ist das verrückte Bastel-Linux. Was wollen die denn da mit uns sagen? Tja, naja, die wollen halt eine Verallgemeinerung wahrscheinlich haben von ihrem Desktop. Ja. Achtung, jetzt werde ich gleich geschlagen. Ich fand ja Unity ziemlich gut. Haben sie auch eingestellt. Aber da stehe ich wahrscheinlich alleine da. Gut, mal weiter. BlackBerry. Wir haben ja jedes Jahr immer die besten BlackBerry-Quotes vom Chef von BlackBerry. Sowas wie Touchscreens sind keine Zukunft und solche Geschichten. Ja. Und Kameratelefone werden nur so eine Modeerscheinung sein und so. Gibt es keine mehr. Machen keine Telefone mehr. Ja. Machen jetzt Apps. Geil. Ja, vielleicht. Also BlackBerry macht keine Telefone mehr. Ja. Und das erste Android-Telefon, was sie rausgebracht haben, hat auch ganz, ganz viele Rückläufer produziert, habe ich gelesen. War also anscheinend auch nicht so doll. Auch von der Hardware her nicht. Ja, Thunderbird. Thunderbird wurde ausgelagert in eine Stiftung. Ja, damit man sich nicht mehr hier in der Wege steht. Ja, wobei das jetzt irgendwie auch so eine laufende Geschichte ist. Das haben sie ja schon vor Jahren irgendwie angekündigt. Ja, zumindest angekündigt, aber jetzt haben sie es gemacht, weil sie jetzt eine Lösung gefunden haben, eigene Stiftung. Das Interessante ist, ich habe ganz lange Thunderbird benutzt. Benutzt hier jemand Thunderbird? Oh doch, oh, krass, da hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil ich habe so das Gefühl, dass die Bewegung so weggeht von den Desktop-Mail-Clients. Ja. Gut, und da ist es eigentlich ziemlich traurig, weil man sieht auch, also zumindest in den letzten Jahren habe ich da keine wirkliche Weiterentwicklung mehr gesehen, so richtig. Es wurden zwar noch Bugs gefixt und so, aber richtig neue Features gab es da irgendwie nicht. Mhm. Naja, aber wenn wir gerade beim WWW sind, ein weiteres Jubiläum, 25 Jahre World Wide Web. Das rechts unten ist die allererste Webseite. Die war noch mit ordentlichem HTML gemacht. Kein Schnickschnack. Ja, vom Inventor persönlich. Ja. Und der obere Text ist die Ankündigung, dass man jetzt so was hat, was sich World Wide Web nennt. Und das tollste Feature darin sind Links. Und das war tatsächlich auch eines der innovativen Features. Wir werden nachher noch ein Thema haben dazu zu Links und was das bedeutet. Da kommen wir nachher noch zu, da hat was mit dem Landgericht Hamburg zu tun. Und wie die das sehen mit den Links. Ja. Kommen wir aber gleich noch drauf. Aber im Moment, hier in diesem Raum gelten nur die Gesetze von freier Software. Stimmt. Ich erinnere mich. Ja, das muss man immer wieder wiederholen. Hier in diesem Raum gelten nur die Gesetze von freier Software. So, dann haben wir mal Windows 10 benutzt und dann kam das hier. Und ich muss sagen, ist leider nicht so ganz unwahr, sag ich mal, in der letzten Zeit. Also ich meine, Firefox ist schon ganz schön lahm geworden über die Jahre. Aber jetzt soll alles anders werden. Aber hier ist es schneller.
Ja, also, ja, das stimmt. Aber das ist ein Chrome, Olli. Aber jetzt soll alles schneller, besser werden. Das Problem ist nämlich, dass Firefox extrem Marktanteile verloren hat. Also wenn man sich mal anguckt hier, das ist StatCounter, obwohl man natürlich ein bisschen auch vorsichtig sein muss, weil gerade letzte Woche gab es ein Interview mit dem Marketingchef von Mozilla, der hat gesagt, dass die StatCounter-Zahlen alle totaler Unsinn sind. Ich weiß es nicht, aber wenn man das sieht, das ist schon ziemlich bitter. Ja. Also wenn man so knapp über dem Internet Explorer rumlungert. Naja, aber wie gesagt, jetzt soll alles anders werden. Ja. Firefox 57 soll extrem viel schneller sein und deutliche Verbesserungen haben und sowas kommt im November raus. Also mal gucken. So ein Nebenaspekt, ich habe jetzt gelesen, also GNOME hatte ja 20 Jahre, das haben wir ja auch. Und einer der Gründe, warum GNOME so langsam ist, weil sie eben eine Engine, also die JavaScript-Engine von Firefox verwenden. Das war so die Ausrede. Und es wird alles besser, haben sie auch gesagt, mit der neuen Firefox-Version. Ja, es muss auch besser werden, weil Firefox OS, habe ich eben schon gesagt, haben sie nämlich eingestellt, da kommt nichts mehr. War eigentlich ein cooles Konzept, aber halt auch sowas, wo man sich denkt, warum muss jeder irgendwie so ein Mobile-Betriebssystem rausbringen? Das geht doch sowieso in die Hose. Ja, Flash ist abgekündigt worden, endlich. Es gibt eine Petition, lustigerweise auf GitHub, und man soll bitte abstimmen, indem man das Repository einem Stern gibt. Egal, das als Open Source zu veröffentlichen. Ich glaube, das ist, wer sich ein bisschen mit Adobe auskennt und wie die ihre Software programmieren, würde ich sagen, wahrscheinlich steckt in Flash einerseits das komplette Softwareportfolio von Adobe drin und andererseits ist es wahrscheinlich alles total kaputt. Ja, Linux auf dem Desktop, dein Thema, Olli. Ja, super. Das machen wir seit 7 Jahren oder so jedes Jahr. Dieses Jahr ist das Jahr des Desktops. Ja. Ja, weil in diesem Raum gelten nur die Gesetze von freier Software. Richtig. Ja, und in diesen Gesetzen ist dieses Jahr das Jahr des Desktops. Der Artikel hier oben rechts von Heise, der Kommentar, der ist echt interessant. Der redet davon, dass das, wenn die alle mal am gleichen Strang ziehen würden, dann wäre das alles viel besser und viel einfacher. Ja, das stimmt aber auch. Also muss man natürlich schon sagen, Vielfalt hat Vorteile und das ist auch einer der großen Vorteile von freier Software, dass wir eben Vielfalt haben, aber natürlich ist es dann auch schwer, ein stabiles und gut einsatzbares Produkt rauszubekommen, wenn man zu sehr sich ja, und vor allen Dingen jeder Notebook-Hersteller glaubt irgendwie, er müsste seine eigene Linux-Distribution machen. Also einfach, warum gehen die nicht einfach zu Red Hat? anderes Thema. So, ein bitteres Thema, da gab es heute schon einen Vortrag drüber, genau. Linux ist am Ende oder wesentlich am Ende. Lustig ist dieser Kommentar hier, der auf Heise Online war, dass da auch massiv, obwohl das Microsoft ganz stark beschreitet, irgendwie massiv Lobbyisten von Microsoft dran waren. Ja, und hier, das ist auch sowas, US-Regierungskreise haben massiven Druck ausgeübt. Also, haben die gerade nichts anderes zu tun? Na gut. Jetzt ist vielleicht diese ganze Nordkorea-Sache ein anderer Aspekt mit dem Erfolg von dem Red Star Linux. Ja, vielleicht. Ja, die Golem hat die Stadtratsfraktion angeschrieben und hat um ein Statement gebeten. Und von der SPD kam nur sinnloses Gelabere zurück, die sich überhaupt nicht mit der Frage beschäftigt hat. Von der CSU kam das hier zurück. Ich habe mal den wesentlichen Punkt rausgezogen. Der sagt im Wesentlichen, dass es so kompliziert ist, die Fachanwendungen zu portieren. Ja? Fragt man sich natürlich, ob das irgendwie einfacher ist, die von Windows XP auf Windows 10 zu portieren. Ja? Glaube ich eigentlich nicht, aber gucken wir mal. Ja. Also ziemlich bittere Sache. Und gab auch diverse widersprüchliche Aussagen dazu. Der IT-Leiter hat gesagt, überhaupt kein Problem, funktioniert alles. Wir haben überhaupt keine großen Probleme. Ja. Also ganz klar anscheinend politische Geschichte. Ja. Ja, beziehungsweise wahrscheinlich aber auch mit der Zerfaserung der einzelnen Linux-Aktivitäten. Also mit einem stabileren Produkt wäre das besser gegangen. Ja, wir hatten letztes Jahr das Thema, dass Emilia-Romagna, das ist eine Provinz in Italien. Also in Italien, was nicht Italien? Steht Italien? Da auch. Ah, Italien, ja, Italien. Open Office eingesetzt hat oder flächendeckend Open Office einsetzen will, ist schon wieder vorbei. Ja. Haben sie wieder abgesetzt. Steht da drin, ob sie vielleicht auf LibreOffice gehen oder so? ich glaube nicht. Sie wollen auf eine Cloud-Lösung gehen. Was das wohl sein wird. Google.
Ja, oder das Microsoft Cloud Office. Oder so, ja. Ja, jetzt noch ein bisschen bessere Nachrichten. Das Parlament der Niederlande möchte gerne offene Standards als als Gesetz einführen, dass alles offene Standards sein muss, was gemacht wird. Und muss man mal gucken, wie das so läuft. Ja, aber das ist ein ziemlich wichtiger Aspekt und ich glaube, das wäre auch, würde auch in der ganzen EU oder in Deutschland ganz gut stehen, wenn wir so etwas haben würden, weil das eben die Kommunikation mit uns Bürgern ein bisschen vereinfacht. Also man findet sehr viele Anwendungen, die eben auf proprietäre Software aufbauen und nicht auf freie Software und die zwingen mich dann eben hier diese Software zu verwenden und da sollte man schon was machen und wir haben ja hier zusammengestellt, wie das auf der Welt aussieht. Also das sind sozusagen die Analyse von Network World. Das sind die Länder, die oder ein Ranking der Länder. Man sieht das an den Farben, wie gut das irgendwie ein bisschen aussieht. So. Und da ist, glaube ich, noch ein bisschen. Kleine Erklärung noch. Blau bedeutet, dass Open Source eingeführt werden sollte als Vorgabe, aber abgelehnt wurde explizit. Also blau ist sozusagen, wir wollen proprietäre Software haben und nur proprietäre Software. Ist übrigens die Ukraine, so wie ich das sehe, die einzigen, die da blau sind. Die wird uns später nochmal wieder begegnen. Ja. Interessant finde ich noch, dass Russland Open-Source-Software als vorgegeben oder zumindest muss in einem Ausschreibungsprozess irgendwie berücksichtigt werden, angegeben ist. Und die Türkei. Irgendwie sind das nicht genau die Länder, mit denen man so viel Ärger hat? Na gut. Ja, aber wie man auch sieht, in Afrika sieht es irgendwie nicht so dolle aus. Ja, beziehungsweise da passiert einfach nichts. In Europa und in den, sagen wir mal, in den westlichen Ländern hier ist es halt eher so, wir sollten das machen, vielleicht aber auch nicht. Aber wir haben Glück, weil hier in diesem Raum gelten ausschließlich die Gesetze von freier Software. So, jetzt hatten wir vorhin schon gesagt, dass was mit Links kam. Landgericht Hamburg hat gesagt, jeder, der einen Link setzt, muss sich davon überzeugen, dass da, wo der Link hinführt, auch nur rechtmäßige Inhalte sind. Ich glaube, da hat man das Prinzip von dem Link nicht verstanden, oder? Ja, vor allen Dingen von, es könnte sich das ja ändern, was hinter dem Link ist, morgen, nächste Minute, sonst wann. Ja? Also völlig Bullshit. Und, ja gut, aber das ist, wenn man das mal anschaut, nur eine von vielen merkwürdigen Entscheidungen von dem Landgericht Hamburg. Ja, die haben auch ganz lustige Entscheidungen zum Urheberrecht gefällt und so. Heise hat daraufhin gesagt, okay, dann machen wir halt keine Links mehr zum Landgericht Hamburg, aber wir können nicht überprüfen, ob alles, was die da bringen, irgendwie rechtmäßig ist. Fefe hat übrigens dazu auch noch das Ganze noch ein bisschen weiter auseinandergenommen und hat irgendwie sich die AGBs, die Datenschutzbedingungen vom Landgericht Hamburg angeguckt. Und da steht drin, wir benutzen keine Cookies und hat das danach geprüft. So viel dazu. Hatte der Justiziar von Heise nicht sogar eine schriftliche Anfrage ans OLG ja. damit Sie hiermit bestätigen, dass ja. Sie komplett konform sind? Genau, und Sie haben es abgelehnt. Sie haben gesagt, können wir nicht. Vielleicht sollte man die Frage noch mal ganz kurz wiederholen. Ja, die Frage war, also der Justiziar von Heise hat tatsächlich eine Anfrage an das Landgericht Hamburg gestellt und hat gesagt, wir möchten gerne einen Link zu euch legen und ihr habt ja entschieden, dass wir dann uns informieren müssten, dass der Ziel des Links auch rechtmäßig ist. Also bitte bestätigt uns doch mal bitte, dass eure Seite und die Inhalte, die ihr anbietet, auch alle rechtskonform sind. Daraufhin haben die zurückgeschrieben, können wir leider nicht. Ja. Die als Landgericht. Bitte? Das ist ja der größte Ja. So, ein bisschen was Trauriges finde ich. O'Reilly, Tim O'Reilly, bekanntermaßen Vorreiter von dem Begriff Open Source und auch von Konzept und so, ist auch die ganze Zeit immer gut unterwegs mit offenen Standards und ähnlichen Dingen. Trotzdem hat der O'Reilly Verlag jetzt sich dazu entschlossen, ganz heftig auf DRM zu setzen, was irgendwie total entgegenläuft von dem, was ihr Gründer sagt. Bisschen seltsam. Ja, weiß man nicht, was man davon halten soll. Gab auch nach diversen Protesten dann nochmal da sind ein bisschen zurückgerudert und es gibt doch DRM-freie Bücher und so. Und ich finde ja gerade bei so Fachbüchern ist es extrem wichtig, dass man die Bücher auch überall verwenden kann und nicht irgendwie an DRM gekettet ist. Ja, also völlig praxisfern. Ja, was ist noch passiert? Es sind so ein paar Daten geleakt, wie jedes Jahr. Hat zum Beispiel einer auf eBay eine alte Wahlmaschine der USA gekauft und hat herausgefunden, da sind 650.000 Wählerdaten drauf, komplett mit Name, Adresse, politischer Richtung, was sie gewählt haben, alles schön geordnet zum Abrufen.
Ja, und eine Firma, die von der Republikanischen Partei angeheuert wurde, hat auch mal gerade fast allen Amerikanern, also irgendwie 86% der amerikanischen Staatsbürger, die kompletten Daten frei ins Netz gestellt zum Download. Ja, ja, aber unabsichtlich. Ja, kann passieren. Ne? Ist halt so, ups. Ja. Passiert mal so zwischendurch. Ja, Informationsfreiheitsanfragen, wo wir gerade bei Regierung und sowas sind, sind ja auch sowas, was irgendwie ganz häufig vorkommt und was auch eigentlich eine gute Sache ist. Ja. Wo man auch manchmal auch die technologische Kompetenz sieht. Ja, also zum Beispiel in Seattle hat jemand es gab eine Informationsfreiheitsanfrage und hat dann das Smartphone kopiert. Ne? Also die Anfrage war, man möchte doch gerne mal den Chatverlauf von den öffentlichen Chats haben von dieser Stadtverwaltung. Und daraufhin hat man gesagt, wir exportieren Screenshots, Kopierer, komm, hier, drauf. Zack. Ja, also man kann auf die Seite gehen, wo die Antwort ist, und da gibt es einen ganzen Sack voll solche Bilder. Also sehr, sehr witzig. Ja, 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 genau. Das ist echt, ja, das ist echt. In dem Dokument ist auch der Link, kann sich jeder mal angucken, wer alles hat. Ja, in Deutschland, so ein bisschen in der Nähe, Live-Mitschnitt vom Stadtratssitzung kostet 250.000 Euro. Da gab es einen Livestream von der Stadtratssitzung und den konnte sich auch jeder ganz normal angucken, aber man darf ihn nicht aufnehmen. Wenn man ihn aufnimmt, dann ist das eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte der Abgeordneten und kostet 250.000 Euro Strafe. Ja. Hä? Naja. Gibt es auch noch so eine kleine Hintergrundstory, kann man mal empfehlen, mal zu lesen. So, dein Thema. Ah, ja, sehr gut, dass das eigentlich schon die ganze Zeit noch nicht passiert ist, hat mich die ganze Zeit gewundert. Wetterdaten sind jetzt Open Data. Also man hat jetzt vom Deutschen Wetterdienst die Daten von den Messstationen öffentlich gestellt. Ja, da müsste man mal schauen, wie man da jetzt sinnvolle Anwendungen draus bauen kann. Allerdings habe ich mir das mal angeschaut, so ganz brauchbar ist das noch nicht, also es ist ausbaufähig in so einen richtig vernünftig weiterverarbeitenden Service oder sowas. Das wäre dann der nächste Schritt, sodass man mal seinen Ort angeben kann und bekommt dann die Daten zurück, die man dann vielleicht irgendwo in seine Internet of Things Sachen einbinden kann oder so. Aber schöne Sache, erster Schritt in die richtige Richtung. Weiter so können wir da ganz viele verschiedene spannende Sachen da in Zukunft erwarten. Ja, Krita Foundation hat vergessen, dass man auch Steuern zahlen muss. Ja. Hat ein bisschen finanzielle Probleme gehabt. Da gab es ja auch ein paar Prominente, die haben das auch gemacht. Ja. aber mittlerweile hat sich das alles geklärt. Also ich habe gerade gestern einen Artikel gelesen, dass sie jetzt genug Geld gesammelt haben, dass alles okay ist und dass es wieder weitergeht. Ja, Krita ist auch ein schönes Programm. Ja. Und das ist ganz gut, dass es da weitergeht. Andere haben ein bisschen weniger Glück gehabt. GitLab hat die komplette Produktionsdatenbank gelöscht. Das hat mich auch betroffen. Zumindest für ein paar Tage. Also der Admin hat irgendwie gedacht, er wäre gerade auf dem Testsystem und hat die Datenbank gedroppt, war aber gerade auf dem Prod-System. Ups. Ups. Und die hatten keine Backups? Die Backups waren alle kaputt. Ah, okay. Ja, war ein bisschen blöd. Open Office sieht schlecht aus für Open Office. Weiß man nicht, wie lange es das noch gibt. Also, es gibt Diskussionen, das einfach irgendwie dicht zu machen. Weil macht keiner was mit mehr. Mit Enlightenment sieht es da echt gut aus. Ja, jahrelang haben wir hier gestanden und haben gesagt, okay, die Hölle friert zu, wenn Enlightenment irgendwann fertig ist. Benutzt jemand Enlightenment hier? Früher mal benutzt. Früher mal, okay. Gute Frage. Enlightenment, die Frage war, was ist das? Enlightenment ist ein Desktop-Manager oder ein Window-Manager. Nee, ist ein Desktop-Environment mittlerweile. Ist mittlerweile ein Desktop-Environment, also sowas wie GNOME, nur mit mehr Grafikspielereien. Ich habe es aber ehrlich gesagt auch seit 10 Jahren nicht mehr benutzt. Ach du sehr Gott. Gut. Da treffen sich ja zwei historische Geschichten gleich. Ja, also aber kontinuierlich werden da neue Versionen rausgehauen. Ja. Wer ist Mike Blumenkranz?
Ich habe keine Ahnung, ehrlicherweise. Und wo ist Renderman? Ja, das ist Renderman? Nee, wie hieß der nochmal? Rasterman. Rasterman, sorry, genau. Renderman war eine Software. Ja, Bruce Perens wurde verklagt, weil er gesagt hat, dass GR Security gegen die GPL verstößt, was meiner Meinung nach korrekt ist. Also der Hintergrund ist, GR Security stellt Patches bereit, Security-Patches für den Linux-Kernel und hat eine Änderung vorgenommen, und zwar diese Patches werden an die Kunden von GR Security nur noch verteilt mit der Maßgabe, dass sie die nicht weiterverteilen dürfen. Und damit verletzen sie meiner Meinung nach eindeutig die GPL. Ja. Daraufhin hat Bruce Perens in seinem Blog geschrieben, ihr seid Deppen, ihr verletzt die GPL, daraufhin hat er eine Klage an den Hals gekriegt. Ja. Ja, und man muss ja auch sagen, Bruce Perens ist jetzt nicht jemand, der sich mit sowas nicht auskennt. Ja, das stimmt. Also, das ist auch relativ frisch, also es gibt da noch keine weitere Aussage dazu. Also es gibt auch noch nichts, was da jetzt weiterläuft. Kann noch ziemlich interessant werden, vor allem auch, also ich meine, die GPL im Gericht sozusagen zu testen, ist ja immer so eine bisschen riskante Geschichte. Ja, aber bisher hat sie gehalten. Bis jetzt hat sie gehalten, ja. Ja, der Apollo 11 Flight Guidance Computer ist jetzt auf GitHub unter einer Open Source Lizenz. Das ist echt cool. Wir hatten ja letztes Jahr hier über Margaret, fällt der Name jetzt nicht ein. Bitte? Margaret Hamilton, genau. Eine der Programmiererinnen des Originalcodes. Sieht man übrigens diese Papierstapel daneben ihr, das ist der ausgedruckte Quellcode. Und lustigerweise, also man findet im Source Code lustige Sachen, wie zum Beispiel so eine Routine, die heißt Burn Baby Burn Master Ignition Routine. Ja. Oder sowas wie Trashy Little Subroutines. Gibt's auch noch mehr, in einem Reddit-Thread noch mehr coole Sachen, die man da finden kann. Ja, zur NASA. Ja. Oh. Bester Tweet dazu, ist nicht so schlimm, das stand ja in Quotes, do not touch. Ja. Na gut. Nein, das ist kein Fake. Er selbst hat übrigens, das ist übrigens Marco Rubio da im Hintergrund, ja, und er selbst hat dahinter dann getweetet, Marco Rubio hat gesagt, ich soll das anfassen. Ja, Quellcode, wo wir gerade bei den alten Sachen sind. Ja, das ist ja eigentlich so ein Hardware-Mod hier. Wenn ja, man ja. Das mal so also, sieht. Wer das noch kennt, Guild of Thieves, The Pawn und so weiter, sind klassische Computerspiele, und die Originalentwickler wollten den Quellcode sich mal wieder angucken und haben rausgefunden, ist nur noch auf Bändern, wo die Bänder selbst irgendwie verklebt sind. Deswegen haben sie die 8 Stunden lang im Ofen gebacken, um dann die Bänder wieder lesbar zu machen. Witzige Geschichte. Weitere Sache, Eric S. Raymond hat den Quellcode von dem allerersten Adventure auf GitLab gestellt, auch unter einer Open-Source-Lizenz, also Colossal Cave Adventure ist auch relativ lustig. Er sagt auch dazu, das Ganze ist konvertiert von Fortran nach C, deswegen wäre der Code ein bisschen wirr. Wahrscheinlich war der Original-Fortran-Code auch ein bisschen wirr, aber gut. Ja, allerdings haben wir nicht rausgefunden, was Eric S. Raymond mit dem Adventure hier zu tun hat. Also wenn ja, das war nicht rauszufinden weiß, irgendwie. Hat jemand eine Idee? Kennt da jemand vielleicht etwas? Ja, ja. Also er hat es. Also, aber er ist nicht hier irgendwie an den Quellen sozusagen beteiligt gewesen, dass er da was beigetragen hat oder so. Ich glaube, da war Eric S. Raymond irgendwie 10, als das passiert ist. Ja, wer weiß, vielleicht ein Wunderkind. Nee. Kleine Trivia-Geschichte: Es gibt einen C64 in einem polnischen Autoreparaturladen, der seit 25 Jahren da läuft und der dazu benutzt wird, um irgendwelche Radabstände zu messen. Ziemlich coole Sache. Könnte man auch jetzt eigentlich in die Cloud verlegen, weil es gibt jetzt einen C64, einen 6502 in der Cloud auf Amazon Lambda. Man schickt einen Request hin und dann bekommt man eine Antwort zurück. Das war doch 6502? Nee. Der C64 meinst du? Ja. Der spätere? Nein. Echt? Okay. Gut, kleines Upgrade dann. Ja gut. Ja, Schlagzeile von Golem. Ja. Das war echt bitter. Alles war kaputt, alles. Netflix ging nicht mehr. Dropbox ging nicht mehr. Also, ja, ja, genau, der S3-Ausfall. Der war so schlimm, dass Amazon selbst nicht mal mehr in ihr Dashboard kam, um irgendwie die Welt zu warnen.
Also ganz, ganz schlimm. Also, das ist ja geschickt, sehr geschickt. So, ich will ja auch nochmal, der grüne Statusindikator von der Seite kam, war in der Seite eingebettet, der rote kam von S3, aber S3 war weg, deswegen gab es keinen roten Anzeiger. Aber dafür macht Amazon an anderen Stellen was. Ja, also das finde ich super. Wir liefern jetzt Pakete über die Luft. Das Problem ist, wenn das genauso ist wie beim Todesstern, dann schießen die Pakete alle immer vorbei und es kommt beim Nachbarn an. Okay. Ja, Linux, Microsoft schließt sich der Linux Foundation an. Ich meine, Microsoft sind auch nicht mehr die ganz Bösen. Die ganz Bösen sind jetzt Apple, finde ich. Ja, und nicht als irgendwas, sondern als Platinum-Member. Ja, ja. Also die ja, gut, geben da schon richtig. Geld haben die ja genug. Ja, ja. Gute Idee. Stimmt, ja, stimmt. Ja, mal wiederholen. Richtig. Wenn man eine Entwicklung bremsen will, muss man sie an die Spitze stellen. Gut gesagt. So, aber Microsoft hat ja auch an anderen Stellen ein bisschen Probleme. Windows Phone ist kaputt, ist tot, gibt es nicht mehr. Kaputt war es immer. Jetzt ist es auch tot. Ja. Ich kenne tatsächlich einen einzigen Menschen, der ein Windows Phone hatte. Nur. Ja, aber die Konzepte waren ganz gut. Hat irgendjemand jemand ein Windows Phone gehabt? Wow, und zufrieden damit gewesen? Alle schütteln den Kopf. Sehr gut. Ja, die war schon innovativ mit den Kacheln. Ja, jetzt kommen wir zu den echt Bösen. Ja? Ah ja, okay, lass mal das Thema lieber. Kommen wir mal zu den echt bösen Leuten. Ja, Apple löscht New York Times Apps aus im App Store in China. Wie gesagt, bei Apple ist es so, es ist sehr schwierig, auf einem Apple-Gerät was anderes zu installieren, wenn es nicht über den App Store geht. Das ist extrem schwierig und eigentlich für zumindest Normalanwender nicht möglich. Das war aber noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste kam erst danach. Ja, die haben nämlich die ganzen VPN-Apps entfernt auf Wunsch der Regierung dort und haben das dann auch noch verteidigt mit, ja, wir müssen irgendwie uns hier an die lokalen Gesetze halten und so und wir wollen ja auch weiter Business mit, wir wollen uns an die lokalen Gesetze halten. Das ist schon ganz schön krass, finde ich. Und wir haben mal gesucht, was das Mission Statement von Apple eigentlich ist. Und es gibt tatsächlich kein richtiges Mission Statement. Es gibt nur so ein inoffizielles Mission Statement, was aber alle sagen, das wäre das. Und das ist ein Zitat von Steve Jobs und das sagt Folgendes. Betonung auf, as such he should be above systems and structures and not subordinate to them. Das passt natürlich perfekt dazu, ja, wie man sich da verhält. Ich mache mal ein anderes Zitat dazu. Ja, das ist tatsächlich jetzt von Apple. Oder das ist von tatsächlich einem Mittel, das ist ein Apple-Statement, aber leider nicht zu dem Vorgang über die VPN-Apps und so, sondern... Moment, könnte man sich vorstellen, wer das in welcher Situation gesagt hat? Hat jemand eine Idee? Nein, ja, nein. Sehr gute Idee. Gute Idee, aber leider falsch. Das Zitat ist tatsächlich von letzter Woche. Und das ist von einem leitenden Apple-Mitarbeiter, der in das neue Büro ziehen sollte. Kann man im Link auch nochmal nachlesen. Ja, Google ist aber auch nicht besser. Ja, es gab bei den Pixel-Phones die Maßgabe, dass die Leute das Telefon nicht weiterverkaufen sollten. Was ich ehrlicherweise als Frechheit empfinde. Ja, und die es trotzdem gemacht haben, haben ihren Google-Account geschlossen gekriegt. Okay. Ja, vielleicht wird aber Google demnächst auch von der AI übernommen. Ja, aber vielleicht kommen diese Regeln daher, muss man ja auf... Tja. Google AI hat eine Universalsprache intern gelernt, um alles von allem von einer beliebigen Sprache in eine beliebige andere Sprache zu übersetzen. Also ein Experiment mit einer AI. Gibt es auch noch andere Experimente. Es gibt, das ist auch echt interessante Artikel über eine Software, die Code im Netz sucht und daraus einen neuen Code erzeugt, der auch tatsächlich lauffähig ist. Wäre jetzt ein bisschen zu kompliziert, auf die Details einzugehen. Aber kann man da sagen, was man haben will, oder ist das zufällig, was da rauskommt? Das ist vielleicht zufällig. Vielleicht kommen aber auch total intelligente Roboter dabei raus. Ja, oder das, was Deepcoder will. Also nicht, was du willst, sondern... Weiß ich nicht. Es kommen vielleicht aber auch ganz intelligente Roboter dabei raus. Ja.
Roboter, der sich da selbst in den Pool gestürzt hat. Ist alles super, Platsch. Ja. So, wo wir gerade bei künstlicher Intelligenz sind. Ja. Diese Frau. Weiß jeder, wer das ist? Irgendeine Idee? Ich wurde gezwungen, in den Film zu gehen. Nein, also das ist Schauspielerin Kristen Stewart. Die hat, also mir wurde gesagt, sie hat genau einen Gesichtsausdruck. Aber sie hat auf jeden Fall ein Paper über künstliche Intelligenz geschrieben. Start Small Talk. So, hä? Aber tatsächlich geht es da um Neural Style Transfer, wie man Filme stilisiert und so. Great, thanks. What can I do for you? Was ist hier los? Ach, das ist unser nächstes Video. Dann gehen wir mal ganz schnell weiter, weil das hat anscheinend hier schon gestartet. Google und Google Home unterhalten sich und Alexa und Google Home unterhalten sich. Great, thanks. What can I do for you? Please tell me the current time. The time is 12:14 p.m. Das ist die Zukunft. Oh, it's already 12:40? Hey Google, please translate "it's already late" into German. Okay, wir müssen ein bisschen schneller machen. Domino's Pizza werden demnächst bei einem Robot geliefert. Ja. Wie viel Trinkgeld gibt man da? So, und dann gab es ein ganz, ganz wichtiges Jubiläum dieses Jahr. Ganz, ganz wichtig. 1 Million Leute, die gefragt haben, ob Stack Overflow aus dem VI rauskommt. Moment. No. Und wie viele haben gefragt, wie man aus dem Emacs rauskommt? Gibt es keinen Artikel zu. Ja? So, und ich hatte vorhin gesagt, dass uns die Ukraine wieder begegnet. Ja? Wenn man mal nämlich guckt, die haben ein paar coole Statistiken gemacht. Welche Länder bleiben denn am meisten im VI stecken? Ukraine. Ja? Welche Entwickler bleiben am meisten im VI stecken? JavaScript-Frickler. Ja? Gut. Ob das der Grund ist, warum die Ukraine dann nur proprietäre Software verwendet? Weiß ich nicht, vielleicht, ja. So, Security. Erstes Thema, kein Telefon mit auf den Flug bringen. Ja. Das ist jetzt ein trauriges Thema. Ja. Man kann nicht mehr sicher sein, dass wenn man von einer Grenze oder von einem Land über eine Grenze in ein anderes geht, dass man hier nicht seine Daten verliert. Und darunter sind dann sowas wie Passwörter und so weiter und so fort. Das wird schon ein Trend, den man da so sehen kann, also wenn du dir das anschaust. Und man muss sich überlegen, immer, dass das alles, was da mitgenommen wird, dann immer permanent ist. Also auch in Jahren ist das noch da. Ja, deswegen, auf jeden Fall. Hast du ja gesehen, ich weiß nicht, wann bist du das letzte Mal in die USA geflogen? Vor 3 Wochen. Musstest du da schon deine ganzen Social-Media-Accounts angeben? Nee. Das ist immer in der Diskussion. Und, dafür gibt es ja Tools jetzt. Ja. Aber das ist halt schlimm, weil das Problem daran ist, es gab schon Leute, die haben es halt gemacht, die entweder ohne Telefon oder mit leerem Telefon gehen und der Grenzbeamte hat gesagt, das glaube ich dir nicht, du fährst nach Hause. Das kann passieren, ja. Also ist schon schlimm. Ja. Also muss man ja sehen, man ist immer nur, wenn man im Normbereich ist, gleich sozusagen. Wenn du aus diesem Norm rausfällst, dann bist du verdächtig. US-Pfadfinderinnen lernen jetzt IT-Security. Lustigerweise, wir haben es nochmal nachgelesen, tatsächlich nur die Pfadfinderinnen, die Pfadfinder nicht. Ja gut, das liegt daran, dass es eine eigene Organisation ist. Ja, aber sollten die anderen vielleicht auch machen, finde ich. Ja, in Ungarn ist ein 18-jähriger Hacker festgenommen worden, weil er eine Sicherheitslücke gemeldet hat. Also er hat einen Security-Bug gefunden im ÖPNV-System, im Ticketing, hat das gemeldet und ist eingebuchtet worden. Aber das ist ein großes Problem. Dieses White-Hat-Hacking ist in der EU noch nicht so richtig legalisiert. Und selbst wenn man gute Absichten hat und wirklich eine Schwachstelle gefunden hat, kann es eben passieren, wenn man die hier meldet, dass man selbst sich hier strafbar gemacht hat. Das war ein Fehler aus Kapitel 1 von jedem Security-Buch. Das war kein besonders. Ja gut, wo wir gerade bei bekannten Security-Problemen sind. Ja, ja. Aber da könnte man sagen, also ich meine, das ist das Gesetz in Ungarn und wir haben aber Glück, dass hier in diesem Raum nur das Gesetz von freier Software gilt. Genau. Wo wir gerade bei bekannten Security-Lücken sind, libPNG hat eine 21 Jahre alte Security-Lücke geschlossen. War aber auch nicht so tragisch irgendwie. Ja, war nicht so als wichtig. Gab aber einen Heise-Artikel zu.
Ich glaube, da lag es eher an den 21 Jahren. Ja, vielleicht. Auch lustig ist übrigens derjenige, der den Linux-Trojaner ausprobiert hat. Er wollte ihn wirklich zum Laufen bringen, hat ihn sich runtergeladen, gestartet, gecrashed. 2 Stunden irgendwie irgendwelche Libraries kompiliert, gestartet, gecrashed, Source Code gelesen, gepatcht, gestartet, hat ihn gecrashed. Und am Ende hat er dann gesagt, okay, ich habe dann einfach mal die Bitcoin-Adresse aus dem Source Code genommen, den $5 geschickt, einfach nur, weil... Wobei man da fairerweise sagen muss, es gibt mit Sicherheit auch Linux-Rechner, wo der out of the box läuft. Aber hier sieht man, dass eben die Vielfalt, die man hat, für so einen Schadsoftware-Autor sehr schwer macht zu antizipieren, was da für ein System läuft und das zu testen. Und wenn du halt eine Monokultur hast, ist es sehr viel einfacher. Und das ist eben auch die große Fortschritt und der große Vorteil von freier Software. Wo wir bei Security sind, Android, die Hälfte aller Telefone, ja, und das ist ein Schocker, hat keinen Security-Update bekommen 2016. Schrecklich, oder? Das wird das Ende der Menschheit. Also das Pokémon Go und Elektrofahrzeuge. Das ist echt krass. Das ist wirklich krass. Man muss sich überlegen, dass diese Geräte halt wirklich bekannte Security-Lücken haben und es gibt keine Patches dafür. Und es gibt auch keine Möglichkeit, Patches dafür bereitzustellen. Ja, und die werden schon neu verkauft. Also man kann heutzutage in einen Mediamarkt gehen und kann ein Telefon kaufen und man kauft ein Telefon mit einer Security-Lücke drin. Wahrscheinlich vielen. Ja, und Google ist natürlich unzufrieden damit. Schocker. Ja. Deswegen wollen sie das jetzt auch ändern mit Treble. Neuer Versuch, oder? Soll alles viel besser werden jetzt. Ja. Wie oft haben Sie das schon angekündigt? Ja, jede Menge Mal. Also, dass wirklich alles funktioniert. Also im Großen und Ganzen geht es darum, dass man die Updates einfacher macht für die Hersteller. Ist vielleicht nicht das Richtige, was man sich vorstellen könnte, wenn sie das Problem wirklich lösen wollen würden, aber es wird jetzt preiswerter für die Updates für die Hersteller. Das Problem ist auch, dass mittlerweile alle Geräte irgendwie am Netz hängen und zum Beispiel auch Smart-TVs halt ein komplettes Betriebssystem drauf haben, das auch Sicherheitslücken haben kann. Und das gibt jetzt mittlerweile auch Ransomware, die Smart-TVs infiziert. Also heute gibt es kein Game of Thrones. Moment, sorry. Michael, Frage, Ransomware auf Smart-TVs, nennt man das nicht Pay-TV? Ja, könnte schon sein, ja. Manche sagen, also ich kenne mindestens eine Person, die zum Beispiel bei der Umstellung von DVB-T gesagt hat, super, jetzt muss ich kein Fernsehen mehr gucken. was haben wir noch? Ransomware, in Österreich wurde ein Hotel infiziert von Ransomware. Die Gäste wurden teilweise im Hotelzimmer eingeschlossen oder ausgeschlossen. Also die Türsysteme wurden geransomwared sozusagen. Mhm. Ne? Das ist echt ganz schön krass. Das ganze Hotel hat komplett die ganze Schlüsselanlage lahmgelegt. Ja, interessant ist auch diese kleine Nachricht da unten. 68% aller öffentlich zugänglichen MongoDB-Instanzen wurden ransomwared, weil sie hatten immer noch das Default-Passwort. Das ist schon echt wirklich krass. Und bis jetzt war es alles noch ganz lustig. Ja, jetzt wird es ein bisschen... unwitzig, weil jetzt geht es an die Gesundheit. Gab es auch schon einen Vortrag heute drüber oder einen Teil deines Vortrags zumindest, habe ich gehört. Ja. Und das muss man sich jetzt vorstellen, man hat jetzt ein Gerät implantiert, das eigentlich das Leben schützen soll. Und kannst du dich noch erinnern, als wir hier zusammen studiert haben und unser Software-Engineering-Professor sagte, diese ganze Software-Verifikation braucht man nur für Herzschrittmacher, weil wenn man die mal implantiert hat, dann holt man die nicht mehr raus beim Software-Update, dann will man also wissen, dass die richtig funktioniert und fehlerfrei. Ja. Und dann hat man Patchen über Wireless-LAN oder über WLAN und Bluetooth und sowas erfunden für Herzschrittmacher. Also man kann heutzutage ein Update eines Herzschrittmachers sozusagen über die Luftschnittstelle machen. Das ist natürlich für den Hersteller sehr, sehr schön, weil er muss weniger testen am Anfang. Mit 24-Bit RSA-Verschlüsselung. Aber man sollte auf einem Taschenrechner in 2 Stunden knacken. Aber man sollte es dann richtig machen. Und dann kommen solche Sachen dazu, dass natürlich Sicherheit in diesem Fall, also neue Funktionalität, eben auch die Batterielebenszeit hier reduziert, weil da mehr läuft und weil das dann teurer ist. Und dann hat man dann die Herausforderung, dass man dann eben nach
eineinhalb Jahren die Batterien wechseln muss. Batterien aufladen geht noch nicht über die Luftschnittstelle. Also muss man sich dann um das Messer legen und die Operation wollte man dann natürlich so weit wie möglich nach hinten ziehen. So, nächstes Thema, wo wir gerade schon bei Embedded sind, zu IoT und Embedded. Kleines Jubiläum, 5 Jahre Raspberry Pi. Ja. Das ist schon ganz schön cool. Also vor allen Dingen, wie viele Raspberry Pis braucht man? So viele, wie man hat, plus eins. Ja, muss man ja sagen, ist ein also von der damaligen Zeit, die haben mit wie viel gerechnet? 10.000 Stück am Anfang und jetzt haben sie Millionen verkauft. Das war echt schwierig am Anfang, so ein Ding zu bekommen. Ich kann mich noch gut erinnern, das war wirklich, da wurden auch komische Fantasiepreise dann bezahlt. Ja. Ein ähnliches Projekt ist Arduino. Die hatten ein bisschen Ärger im letzten Jahr oder auch schon in den Jahren davor, mit irgendwie, dass sich die seltsam irgendwie aufgesplittet haben. Irgendwie der Produktionspartner hat dann plötzlich eine eigene Firma aufgemacht, also hat die auch Arduino genannt und so. Kann man nachschauen, hatten wir auch fast jedes Jahr dabei, um den aktuellen Stand zu zeigen. Erst zusammen, dann hat man sich irgendwie aufgespalten. Dann gab es einen Markenrechtsstreit zwischen den aufgespaltenen Firmen und jetzt sind alle wieder zusammen. So, Security-Albtraum Nummer 2, 185.000 unsichere Webcams, also chinesische Billig-Webcams, ja, super billige Web-Server-Exploits, kann man sich schön irgendwie durch die Wohnzimmer der Welt zappen. Ja. Genau. Also, krasse Katastrophe. Ja, deswswegen wurde auch D-Link, weil die chinesischen Hersteller kriegt man da nicht so einfach, ja. Aber ein paar Firmen sind schon mal rangenommen worden, das läuft auch noch, weiß man nicht, was dabei rauskommt, aber das Problem geht halt nicht weg. Ja. Also diese Abermillionen von IoT-Geräten, die alle am Netz hängen, wo es keine Updates für gibt und ich bin nicht sicher, ob es da nicht irgendwann mal so einen Meltdown gibt. Ja. Und andere haben da weniger Probleme mit, ja. Die Queen Elizabeth fährt mit Windows XP. Die Aussage vom Verteidigungsminister ist: Ich kann Ihnen versichern, dass das Computersystem der Queen Elizabeth ordentlich geschützt ist und aus diesem Grund haben wir keine Sicherheitslücken. Okay? Ja, gut. Nehmen wir mal so zur Kenntnis. Andere haben Sicherheitslücken, zum Beispiel die Schnüffelpuppen. Geilerweise gibt es diese Puppe schon seit 2014 und wurde 2014 vom Verband der deutschen Spielzeugverkäufer in die Top 10 der besten Spielzeuge gewählt. Und wenn man so ein Ding hatte, hat man sich einfach im Umkreis von 10 Metern hingestellt und mit seinem Telefon eine Bluetooth-Suche gemacht, sich auf das Ding verbunden. Es gab keine PIN, keine Sicherung, kein Willst du pairen oder so, nix. Und dann hat man komplette IO-Stream zu dieser Puppe. Abgefahren, wirklich abgefahren. Dass das irgendwie 2014 noch keiner mitbekommen hat, war schon ein bisschen seltsam. Jetzt können wir vielleicht mal ganz kurz sagen, was macht diese Puppe, was hat die für Funktionalitäten? Das ist quasi eine Freisprecheinrichtung. Ein Babyfon. Ja, sowas in der Art. Ja. Und wenn man draußen auf der Straße steht, kann man dann damit reden. Das ist bestimmt ganz schön gruselig. Und zuhören, oder? Ja, und zuhören. Ja. Aber es geht noch schlimmer. Cloud-Pads. Diese Dinger, die konnten Audio aufnehmen und Message you can hack. Ja. Die konnten Audio aufnehmen und wieder abspielen. Und dieses Audio wurde nicht auf dem Ding gespeichert, sondern in der Cloud. Das war eine von diesen öffentlichen MongoDB-Instanzen und von irgendeinem Hersteller aus China. So kommt alles zusammen, oder? So kommt alles zusammen. Und in der Datenbank stand alles drin, also man konnte die Datenbank einfach aufmachen und reingucken, Passwörter, E-Mail-Adressen und Links zu den Audiodateien. Und insgesamt fast 2,2 Millionen Audiodateien. Und das Lustige ist, diese Lücke ist immer noch offen. Wenn man auf diesen Link klickt, der in diesen Folien drin ist, lädt man diese Audiodatei runter, diese Beispiel-Audiodatei, die der es gefunden hat, gemacht hat. Und man kann da immer noch ran. Ja. Hat sich nichts geändert. Ist halt nicht so einfach, weil es gibt keine Updates für solche. Ja. Irgendwelche anderen Leute sind dann übrigens hingegangen, haben die Audiodateien sich runtergeladen und dann die Leute erpresst. Gesagt, sie würden die veröffentlichen, wenn sie kein Geld kriegen würden. Dabei sind sie doch schon öffentlich. Ja. So. Ja. Ein gelangweilter Teenager hat 150.000 Drucker gehackt. Ja, das war sehr witzig. Es war irgend so eine Nacht, ich habe einfach keine Lust gehabt, irgendwas anderes zu machen, habe ich irgendwie random Shit gemacht. Ja. Und hat auf 150.000 Druckern den rechten Ausdruck ausgedruckt. Also das Interessante ist ja, dass es irgendwie 150.000 Drucker gibt, die über das Internet erreichbar sind, also ja. Mindestens, wahrscheinlich noch mehr. Es kam dann auch in irgendwelchen Restaurants auf den Quittungsdruckern raus. sehr lustig. Deswegen haben wir uns jetzt über diesen ganzen IoT-Krempel haben wir uns gedacht, wir machen jetzt mal die Top 6 der sinnlosesten IoT-Dinger.
Seid ihr schon gespannt? Gut. Platz 6, der Fitbit für Hunde. Geil. Gibt es das auch für Goldfische? Da gibt es übrigens eine andere Story noch. So ein Futterautomat über Internet angebunden, Server ausgefallen, Katze musste hungern. Der Hersteller hat dann eine E-Mail rumgeschickt und den Leuten geschrieben, sie sollten doch bitte ihre Katze manuell mal füttern. Ohne Witz, wirklich. Ja. Ja. Gut, Platz 5. Die am Internet angeschlossene Wasserflasche, die einem sagt, wann man was trinken soll. Übrigens über 600.000 Dollar auf Kickstarter eingenommen. Ja. Und das Tolle ist, die teilt dir das über eine App mit. Ja? Also ich meine, Bing, du musst was trinken. Platz 4, der Smart Toaster. Wirklich kein Scherz, der schickt auf eine App eine Notification, dass der Toast fertig ist. Geil, ja. Voll. Vielleicht, ja, vielleicht. Platz 3, die Eierschachtel, die dir über die App mitteilt, ob die Eier noch frisch sind. Das war, glaube ich, auch ein Kickstarter-Projekt. Voll geil. Wenn man im Supermarkt steht und sagt, wie viele frische Eier habe ich eigentlich noch zu Hause? Ich gucke mal schnell in meiner App nach. Ja. Platz 2, die intelligente Haarbürste. Mit Beschleunigungssensor und so. Ja. Aber der absolute Top-Abstauber, Platz 1, ist das Smart-Kondom. Lustig ist, track your performance and judge you. Vielleicht mal die Freundin fragen, aber egal. Lustigerweise, das Video gibt es irgendwie nicht mehr. Also, wir hätten gerne das Video gezeigt, aber es gab es leider nicht mehr. Es gab noch ein paar Honorable Mentions, zum Beispiel das Smart Bierglas mit dem unfassbar geilen Werbespruch A Vision of the Future or a Present Reality. Und der Post-it-Ausdrucker. Man schreibt auf das Post-it auf dem Telefon, drückt auf Drucken, dann kommt ein Post-it ausgedruckt. Post-it 2.0. Kleine Seitennotiz, der Bluetooth-Regenschirm ist ziemlich beliebt. 300.000 verlorene Bluetooth-Regenschirme. Wie das irgendwie funktionieren kann, weiß ich auch nicht so genau. Das ist eine Firma in, ich glaube, China, die verleihen Regenschirme so Rent-a-Bike-mäßig. So, hä? Na gut. Ja, die haben den GPS-Sensor vergessen da drin. Ja, wahrscheinlich. Ja. Roomba verkauft Raumdaten an Apple. Wieder so ein Leak. Ja, ja, alles nicht so schlimm. Ja, alles nicht so schlimm. Aber wenn es einen nicht persönlich betrifft, ist es auch nicht so schlimm. Wenn es einen persönlich betrifft, ist es schon schlimmer. Zum Beispiel derjenige, der so einen IoT-Garagentüröffner gekauft hat und dann, der hat nicht funktioniert richtig und dann hat er eine schlechte Bewertung am Amazon hinterlassen. Daraufhin hat die Firma ihm das Ding ausgeschaltet. Remote. Ja. Your unit sowieso will be denied server connection. Geil, so ist das, so läuft das. Ja. Ja, das ist auch eine sehr unschöne Entwicklung, dass man heutzutage nicht weiß, was seine Apps alles so machen. Und ich meine, das ist mit Sicherheit für den Werbetreibenden eine tolle Sache, für den normalen Bürger nicht so schön. Also Hintergrund ist, es gibt irgendwelche Apps, die man runterladen kann, die kommunizieren über Ultraschall miteinander und können sagen, wo sie sind. Und vor allem, die hören auf dem Telefon hört man auf dem Ultraschall, und wenn du so ein Commercial, so eine Werbeeinrichtung mit Ultraschall bekommst und vor dem Fernseher sitzt, dann meldet sich dein Telefon, weil er das mitbekommen hat, und schickt an den App-Anbieter, dass du das jetzt hier mitbekommen hast. Also das ist... Und plötzlich, schon eine ziemlich gruselige Sache. Ja, ziemlich gruselig. Und vor allen Dingen plötzlich hüpft die Session von dem Apple-Gerät auf das Android-Gerät und zurück. Also ganz schön fies. Oder vom Smart-TV auf das Android-Gerät. Vor allem ist das nur der Anfang, weil man kann sich da ganz gruselige Szenarien vorstellen. Man geht an irgendwelchen Geschäften vorbei und kriegt dann eben diese Ultraschall-Beacons hier angeboten, und dein Telefon reagiert darauf und hört darauf und schickt das dann mit, was du jetzt gerade bist und wo du bist und wer du bist und so weiter. Ist schon sehr beunruhigend. So,
Vor allem eine Anmerkung nach, wer hätte gedacht, also gedacht vielleicht schon, aber wer hätte das gewusst, dass so ein Telefon die ganze Zeit mithört? Gut, gedacht schon. Ja, aber geht ja nicht anders, okay, oder? Google, geht ja irgendwie. Ja, Open Source Pancakes, da hat jemand aus einem 3D-Drucker einen Pancake-Drucker gebaut. Ziemlich coole Sache, gibt es auch eine Bauanleitung dazu, kann man sich nur empfehlen, mal anzugucken. Ja, und vor allem, das ist wirklich eine sehr leckere Sache hier. Ja, und jetzt noch ein kleiner Rausschmeißer für das IoT-Thema. Hat jemand eine Straßenbahn geklaut. Gut, kommen wir zu den alternativen Fakten. Ja? Genau. Alternative Fakten, erfunden von Kelly Ann Conway. Und jetzt müssen wir mal kurz mal zurückgehen, weil sonst läuft das Video schon los. Das nächste Video, was ihr seht, ist echt gruselig. Das zeigt nämlich eine Möglichkeit, Videos zu faken. Auf der linken Seite seht ihr gleich den Originalausschnitt von Obama, wie er eine Rede hält. Und auf der rechten Seite hat man einfach das Audio genommen und damit dann ein neues Video produziert. Ja, also das heißt, das Audio ist immer noch original, das Video ist komplett artifiziell, komplett künstlich. Aber vielleicht noch ein Hintergrund, warum wir das aufgenommen haben, weil wenn wir hier über Open Data oder sowas reden, ist es natürlich auch wichtig, wenn man weiß, ob das richtig oder falsch ist. Und deswegen haben wir hier eine ganze Sektion aufgenommen mit alternativen Fakten. Und so, ich lasse es einfach mal laufen. Especially our friends who are lesbian, gay. Linke Seite original, rechte Seite fake. I visited with the families of many of the victims on Thursday, and one thing I told them. Man sieht das komplett anders, komplett fake. American people and people all over the world are standing with them. Das ist schon echt gruselig. Always will. The investigation is ongoing, but we know that the killer was an angry and disturbed individual who took in extremist information and propaganda over the internet. So, das ist insbesondere auch deswegen gruselig, weil es von Adobe jetzt eine Technologie gibt, mit der man dann auch den Audio-Track manipulieren kann. Das nennt sich Voco und da gibt es auch ein Video zu, das ist aber leider zu lang für hier. Da wird aus einem Audio-Track ein Text extrahiert, das ist ja jetzt neu, nichts Neues, aber dann kann man in diesem Tool diesen Text editieren und wieder abspielen, der wird genau mit der Stimme abgespielt, die im Original-Sample drin war. Und das kombiniert mit dieser Video-Fake-Technologie. Jetzt muss man wissen, bei dieser Videotechnologie braucht man Videos von der Person, damit er die Kopfbewegungen und so weiter hinbekommt. Und man braucht ein Audio. Und das Audio generiert man eben hier. So, jetzt kommen wir zu den anderen Fake News. Dieser Mann ist kein Terrorist. Das ist ein echtes Problem letztes Jahr gewesen, dass durch soziale Medien sich rasend schnell falsche Nachrichten verbreitet haben. Und dass auch keiner mehr das nachprüft. Ja, also auch die etablierten Medien und The Guardian in dem Fall klagt das an, also das ist jetzt keine von diesen Dingern, prüfen gar nicht mehr nach, ob das jetzt alles echt ist oder sowas, sondern machen einfach nur, nehmen den Effekt mit, die Klicks mit, die Hits mit und das wird einfach so übernommen. Auf der anderen Seite ist es immer schwieriger nachzuprüfen, ob es wahr oder falsch ist. Also wenn man jetzt so sieht, was da, also man kann dann irgendwann nicht mehr glauben, was man liest und dann vielleicht auch nicht mehr glauben, was man hört und dann auch nicht mehr glauben, was man sieht. Genau. Das ist schon ein Problem. Und das sagt auch die Türkei und China, deswegen machen die jetzt ihre eigene Google und eigene Wikipedia, ne? Also Türkei, ne? Google und so. Wollen also ihre eigene Alternativen mit den nationalen Werten bauen. So viel zu Fake News und so. Lustige Geschichte noch aus demselben Bereich, das Fontgate. Und zwar die Tochter des pakistanischen Premierpräsidenten hat ein Dokument gefälscht, das ihren Vater aus so einer Anklage oder aus so einem Prozess raushauen sollte. Das Problem ist, sie hat dafür für dieses Dokument, das irgendwie schon sehr alt sein sollte, einen Font benutzt, der zu der Zeitpunkt noch gar nicht existiert hat. Fontgate. Fake News Abwehrzentrum in Tschechien gibt es ein bisschen Diskussion, weil man erinnert sich an die Diskussion, dass gesagt wurde, warum macht das jetzt Facebook mit dem Erkennen von Fake News? Das ist ja Privatisierung von Strafverfolgung oder so. Ja. In Tschechien gibt es genau die umgedrehte Diskussion. Da macht das nämlich der Staat tatsächlich, hat dieses Abwehrzentrum aufgebaut und die Diskussion ist jetzt, ist das nicht Zensur durch den Staat oder gesteuert? Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich problematisch in beiden Richtungen. Ja. So, kommen wir aber mal zu dem Erfinder der Fake News oder zu dem Zweiterfinder der Fake News. Sean Spicer, Ex-Pressesprecher, der tweetet sehr viel Unsinn oder hat sehr viel Unsinn getweetet. Manchmal hat er aber auch sinnvolle Sachen getweetet, zum Beispiel sein Passwort. Und dann hat sein Admin gesagt, Junge, das geht so nicht, du musst dein Passwort ändern. Und weil er es dann geändert hat, hat er es am nächsten Tag uns auch nochmal mitgeteilt. Ich kann mir nur vorstellen, wie der Admin da, was für ein Gesicht er gemacht hat. Ne?
okay? Wir wissen ja jetzt, dass wir haben jetzt Klarheit, Adblocker sind ja an allem schuld, vor allen Dingen an Trump und Brexit, denn, und das ist aus einer Studie von dem NRW-Zeitschriftenverlegerverband, sagt, unabhängig von der Qualität ihres Beitrags haben die Annoncen einen informations-, meinungs- und bildungsfördernden Einfluss auf den Leser hinsichtlich des jeweiligen Sachgebiets. Ich habe dann mal Spiegel Online aufgemacht und einen Artikel über Flüchtlinge aufgemacht und mal die Werbung gescreenshottet. Hat totalen Bildungscharakter, ja, irgendwie Shopping von Schuhen, rechte Verschwörungstheoretiker und wir kaufen jedes Auto in einer Minute. Passt total. Ja, außerdem wissen wir doch, dass er hier schuld ist am Brexit. Ja. So, jetzt, wie war das mit dem Gesetzen der freien Software? Ja, kann man gar nicht häufig genug sagen, in diesem Saal gelten nur die Gesetze von freier Software. Und außerdem muss ich nochmal sagen, wir sind in genau einer Stunde fertig. Ja. Ja. Wir brauchen noch ein paar Minuten. Denn der Premierminister von Australien sagte, die Gesetze der Mathematik sind sehr ehrenhaft, aber in Australien gelten nur australische Gesetze. Das war zum Thema Kryptographie. So, dann gab es von Spiegel einen Artikel über, wie man Social Bots erkennt. Wir wollen da jetzt nicht genau drauf eingehen. Wir haben uns gedacht, wir machen mal unsere eigene Fake News. Ja, also wir haben ja festgestellt, es ist sehr schwer zu entscheiden, wer hat was gesagt. Genau. Und deswegen machen wir jetzt mal hier so ein kleines Quiz. So, und wir hatten ja vorhin 25 Jahre Linux, deswegen haben wir uns gedacht, wer hat's gesagt, Trump oder Torvalds? So. So, und ich würde sagen, wir machen das mit Handzeichen. Ja, Wir werden dann einfach mal fragen, Trump, und dann melden sich die, die für Trump sind, und dann fragen wir nach Torvalds, und dann melden sich die, die für Torvalds sind. Aber wir machen es nicht einfach, übrigens. Erstes Zitat, that's why I'm boss, I simply know better than you do. Na, Trump? Wer hat's gesagt? Trump? Oh, Torvalds? Mehr für Torvalds, würde ich sagen. Ja, mehr für Trump, würde ich sagen. Ungefähr gleich. So. War Torvalds. Sorry, losers and haters, but my IQ is one of the highest and you all know it. Na, Trump? Torvalds? Ja, jetzt aber mehr für Trump. Stimmt auch. Finally, it's clear that I'm not only the smartest person around, I'm also incredibly good looking and that my infallible charm is also second only to my becoming modesty. Na, Trump? Okay, und für Torvalds? Eindeutig Trump. Echt? Ja? Eindeutig okay. Trump. War aber Torvalds. Please just kill yourself now, the world will be a better place. Na? Trump? Ganz oh, wenig, Torvalds? Torvalds. Ah, man ja, sieht den Torvalds-Style. I would love to sit down and read a book, but I just don't have the time. Trump? Na, Trump? Oh, das ist doch schon einige. Oh, Torvalds? Eindeutig okay. Trump. Das war ziemlich einfach von dir. Das war der einfachste. Ja, ist tatsächlich Trump gewesen. I'd like to punch him in the face. Trump? Oh, wenig. Torvalds? Viel mehr für Torvalds. War aber Trump. Obwohl ich mir sagen könnte, wahrscheinlich hat er das auch mal irgendwann gesagt. Die Kernel-Mailing-Liste ist übrigens sehr ergiebig bei diesen Sachen. This is a goddamn idiot truckload of shit. Na? Trump? Oh, wenig für Trump. Torvalds? Okay. Übrigens, das hat er gesagt über Git. Aber der hat es nur selbst gefunden. Ja, das haben wir uns auch gewundert. Ja, also, vielleicht ist das Selbstreflexion, ich weiß es nicht. Ah, okay. So, Happy New Year, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly. Trump? Ja. Torvalds?
Wir haben schon so ein paar Leute, die es ein bisschen wissen. Wir haben uns noch ein paar lustige Zitate rausgesucht von Torvalds, die nicht so einfach in so einen generischen Kontext bringen. Nee, die konnten wir leider nicht bringen, weil das wäre aus dem Kontext zu einfach gewesen. Das ist lustig, wirklich. GNOME seems to be developed by Interface-Nazis. Ja. Und das passt eigentlich total gut zu 20 Jahre GNOME dieses Jahr. Ja, muss man da leider oder zum Glück oder gutes Gelingen sagen? Ich weiß gutes nicht. Gelingen. Ja, gute Besserung, sehr gut. Ja, gut, kommen wir wieder zurück zu den Fake News, zu den Social Bots und Fake News. Es gibt einen Bundestagsstudie, die ich echt interessant finde, da kann jeder mal reinlesen. Und basierend darauf haben Politiker gefordert, den siebten Sinn wieder einzuführen fürs Internet. Ich möchte aber dieselbe Stimme bitte haben, ja? Und bitte auf 8mm Film. Ja? Kennt jemand dieses Video von der Maus mit den Routern? Das würde da perfekt passen. Ja, wer soll das machen? Die Medien, die ARD zum Beispiel, die schreibt, IP-Adressen sind aus dem Internet nicht mehr wegzudenken. Und da haben Sie recht. Da haben Sie recht, ja. Vielleicht soll es aber auch der Staat produzieren, der uns gerade das krasseste Überwachungsgesetz seit langem irgendwie beschert hat. Ja. Und also ich bin ja der Ansicht, die Leute, die da drin sitzen, haben so viel Technikverständnis wie vielleicht ein Esel, der in ein möhrenfarbiges Auto weist. Oder die Jungs, die hier beim US-Senat Karten gebaut haben, Zugangskarten, die nur ein Foto von einem Smartchip haben. Lustigerweise bei Heise unter der Kategorie What the fuck? Ja, wir sind fast am Ende. Wir haben es tatsächlich geschafft, nur 6 Minuten zu überziehen. Aber ein bisschen was haben wir noch. Und zwar noch ein ernstes Thema, was wir so euch ein bisschen mit auf den Weg geben wollen. Wichtig ist, dass wir uns immer überlegen müssen, was wir machen. Ja, vor allem, wenn wir Software schreiben und wenn wir Software anbieten, haben wir immer auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Und da müssen wir eben viel mehr daran denken, wie wir mit unserem Tun und mit unserem ganzen Schaffen von der Software eben hier die Welt in eine lebenswerte Welt verwandeln, beziehungsweise das so hinbekommen, dass das hier eben auch nicht hier mit dem ganzen Fake News, die wir da am Anfang gezeigt haben oder sowas, hier machen, weil wir, wenn nicht wir, wer kann da was dagegen setzen? So, und jetzt entlassen wir euch fast schon auf die Party, würden nur noch gerne sagen, streitet euch nicht auf der Party, ja, das kann übel ausgehen. Vor allem, wenn man hier so viel Fake News verbreitet hat. Ja, seid nett zueinander und habt eine gute Zeit auf der Party, hier sind die Links. Dankeschön fürs Zuhören.